die laufen in meiner Muttersprache. Und so, so ist auch der Kampf dagegen oder das, ja, jetzt einfach mal was anderes in diesen Madenhaufen reinbringen, das muss auch deutsche Sprache haben für mich. Was sein Meister gesagt hat.
kommt nach einer Woche wieder, ne, ist total am Ende, schaut aus wie Nachbars Lumpi, fertig, ja, weißt du, was soll ich tun? Ja, mach die Tiere wieder raus aus der Wohnung, ja. Einen Tag später kommt er und sagt, ach, diese Ruhe zu Hause, es ist wunderschön. Wir wollen euch einladen, mal eure eigenen dunklen Stimmen zu finden. Wir machen jetzt ein bisschen Trommelmusik. Das ist ein Weg, den wir in Tuva oft erlebt haben. Man nennt das Algisch. Algisch ist eine Sprache, die aus dem Innersten kommt. Und es geht nicht nur um diese feinen, zarten Töne zu machen, sondern es geht einfach auch mal darum zu leben, was für dunkle Stimmen, was für Monster in uns hausen. Denn sie sind in jedem.